und ich habe die Jacke drin gesehen und ich habe mich verliebt. Und am Galoppieren. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder aus gewohnter Umgebung. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal hier waren. Und jetzt sind wir wieder hier. Denn wir reiten uns schon vor auf eine Shopping-Escalation. Genau, das wird heute eine Art Shopping-Vlog, denn die neue Crema Frühjahrs-Sommer-Kollektion 2021 ist ready, dass sie von uns geshoppt wird. Von uns abgeholt. Weil das Video das letzte Mal so gut bei euch ankam, haben wir uns gedacht, dann nehmen wir euch wieder mit. Wir haben diesmal... wir werden gerade beobachtet. Vom Boden, von dem Mitarbeiter. Der laucht uns so aus. Okay. Da bin ich mal ausgestattet mit den zwei FFP2 Tasten. Natürlich mit Personenbegrenzung, mit Mindestabstand und mit Maskenpflicht. Ja. Und deshalb packen wir uns die mal ins Gesicht. Und dann, jetzt kommt wieder der andere Typ. Tschüss. Bis gleich. Ja, ja. Ja, ja. Die haben wir schon und finden wir richtig die Farbe gut. Ist ja geil. Geil. Ist so, ja. Was ist das, ich hab glaube ich schon. Was hier? Na, ich glaube die andere. Ich glaube, das müsste die neue Farbe sein. Na, okay, dann ist das auch neu. Alle noch mal wieder ein bisschen überarbeitet. Hm? Ja, das würde. Ja? Ja, nehmen wir. Wird eingepackt. So, wir sind jetzt vielleicht 5 Minuten hier und ich habe hier dreimal das gleiche Shirt in unterschiedlichen Farben. Bei mir steht noch die Tasche drin, also es ist noch nicht so voll. Bei mir ist nämlich heute der Katalog angekommen und ich habe die Jacke drin gesehen und ich habe mich verliebt. Ganz schwer. Also aber ich kann nicht schon wieder rot nehmen. Ach, stimmt, du hast auch eine rote. Oh, Maus. Oh, die Farbe. Oh mein okay. Gott. Bitte es ist so ein Mundgeschehen. Zick die mir außer. Also nicht die, die Jacke. Ja, die nehme ich mit. Ja, XS, kannst du gerne machen. Ich glaube, es gibt schon wieder kein S für mich. Aber du hast noch keine rote Frühlingsjacke, nur eine rote Winterjacke. Es ist ja wichtig, dass man auch mehrere rote Sachen hat. Schauen wir, ob die passt. Ist es 36 jetzt? Ja. Sehr gut. Muss ich gleich kaufen? Ich glaube schon. Oh Gott, ich soll wirklich. Also, die fühlt sich einfach angenehm an. Oder Oliv oder Schwarz. Auch richtig schön. Ja, super. Du musst alle kaufen. Ja, super. Also, ich finde Oliv ja mal was anderes. Das habe ich eigentlich schon gar nicht so angenehm. Ja, kaufen. Weil ich habe die Vorgängermodelle von dieser Jacke schon in Blau und in Schwarz. Und ich ziehe die so gerne an und boah, die Farbe ist echt mega. Aber ich komm, bin ich ein bisschen wie ein Dussi jetzt mit den großen Socken und so. Muss ich mich voll die Dussi, ja, komplett. Mit dir rede ich halt sowieso nicht mehr. Mega schön auch. Hast du schon rosane Westen? Ja, dann kaufen. Aber ich möchte jetzt auch die rote noch probieren. Ach, rote Frühlingsjacken habe ich ja eigentlich an. Oha, Maus. Ja, die steht das ja sehr gut. Besser ist die rosane. Ich finde, sie schmeichelt deinen braunen Haaren mehr. Ich habe keine braunen Haare, Maus. Die sind brünett. Brünetten Haaren mehr. Stimmt. Okay, ich pack mal beide in den Warenkorb. In den Warenkorb? Ins Einkaufswagen. Das kaufen. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Kurze Tanzeinlage. Bitte. Los. Komm. Ich kann nicht tanzen. Lauf oder mach eine Mondschau. Okay. Und lauf auf und ab. Geht schon. Heute ist auch wieder German. Heute ist auch wieder German, genau. Ich wollte früher immer mitmachen. Ja, du musst vor dem Spiegel. Ach so. Da ist okay, der Spiegel. Kann ich gar nicht walken. Kann ich walken? Au Couture. Und angaloppieren.
Das ist ganz gut, gell? Aber in der Jacke kann man gut galoppieren. Ja. Ach so, gleich. Ich muss ganz, ganz kurz einen Helm probieren, weil ich habe ja in ein paar Tagen Geburtstag, in genau 2 Wochen, oder? Ja. 14 Tage. Und ich wünsche mir so einen Urwix-Helm. Endlich ist es soweit und ich weiß noch nicht welchen. Entweder den oder den. Oder den. Das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Also, ich finde dieses Velour wieder richtig. Ich will sich ärgern. Oder sonst für die Dehnen hier. So matt. Okay. Pack mal auf deinen Kopf drauf. So, der ist zu groß. Was hast du für eine Größe? Ich glaube 55 oder so. Der ist zu groß. Oh, das. Moment, kurzes Foto bitte für mich. Er ist einfach so schön. So schön. Der wird dir auch mega gut stehen. Aber ich habe leider nicht in 2 Wochen Geburtstag. Ich schon. Ja. Ach, jemine. Irgendwann muss. 2021 wird unser Helmjahr. Jetzt würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz zu den Pferdsachen. Wie zum Beispiel Halfter. Schabracken, was du für neue Schabracken, was es gibt. Gerade, dass hier eine Wanderreitschabracke hängt, nämlich mit den Packtaschen schon dabei. Ich habe mir ja meine Wanderreitschabracke damals selbst gemacht und habe die Packtaschen drauf genäht. Nur leider ist das Problem, dass ich so große Packtaschen habe und ich die immer so voll befüllen muss, weil sonst fällt halt alles in diese Packtasche so herum. Und das wäre halt cool, weil die so schon dabei sind. Ich rätsel nur gerade, ob das für einen Western-Sattel ist. Eigentlich? Ich glaube nicht. Naja, das sind Western Pads. Ja. Wenn du es vergleichst, ist das so normale. Aber die Farbe wäre mega schön. Ich wäre dafür, dass wir dem Arthur sowas kaufen. Na, wenn, dann ist das für einen Pilgrim mit der rosanen Abschwitzdecken. Oder findet das für den Arthur? Nein, ich mag diese Art der Halfter überhaupt nicht. Das ist halt. Das ist Einbacken in Fell. Gänsehaut. Damit machst du ja, damit. Na, verschwind. Wie süß ist das? Echt hier. Sag mal, was man dir gerne kaufen. Also, was eine Farbe für ein Artus? Mhm. Ich würde ganz gerne eine aus der neuen Kollektion haben. Ist die nicht aus der neuen Kollektion? Sicher. Ja. Ich denke schon. So. So was. Das Mint. So Sea Green. Oh. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich fotografiert habe, was ich haben will. Schauen mega aus. Wir schauen jetzt noch ein bisschen zu den Jacken. Weil die Sandra kann sich nicht so gut entscheiden, welche Jacke sie möchte. Ich bin nie gut in Entscheidungen. Maus, Vachili. Achso, du redest mit den Leuten, gell? Also, wenn du da reinschaust, redest du mit den Leuten und sagst so Mäuse! Mäuse! Achille? Ja. Jetzt wird's noch mal schwieriger. Oh, Jemini. Spending time reminiscing of what it used to be. Not letting go when I want to. Schaut richtig nice aus. Also ich glaube, da würde ich den Pulli nicht von vorn ziehen. Nur mehr so als Funktionspferd oder ja. So. Die nimmst du gleich mal mit. Die schaut richtig ja. Oh. Ich sehe schon, unser Budget ist schon. Die ist richtig angenehm, wie war mal so. Was ist eigentlich für Navy-Sachen? Nichts. Außer eine ja, Reithose. Navy. Aber ich finde, Navy ist oben so schwierig zu kombinieren. Bin ich so dunkel. Navy geht aber immer. Das stimmt. Navy geht immer. Oder aber ich weiß zumindest, dass es das Jackmodell wird, weil das andere Jackmodell habe ich das schon. Das Jackmodell? Jackenmodell. Aha. Von dem anderen habe ich
zweimal den Vorgänger schon. Und das wäre halt so Softshell-mäßig. Und das ist so angenehm. Nein, du brauchst es. Das ist vorbei. Rosa oder Navy? Rosa. Schau. Ja. Rosa, bring mir das so durcheinander. Ja, die finde ich so schön. Ja, da. Und in Rosa, so rosa eine habe ich schon. Boah, ich finde das mega schön. Voll mit dem Rosé. Boah. Ja, hilft. Also nicht. Die haben es. Und viel zu wenig. Gut. Schwarz? Nein, schwarz ist fad, oder? Aber schwarz ist immer. Mit weiß. Schwarz mit weiß. Ist gerade gut. Ja, welche nehmen wir da noch mit? Die da? Welche gibt es noch in unseren 36? Größen? Das, die rosa habe ich schon. Also da habe ich das Vorgängermodell. Okay, dann rot. Rot ist also XS? Ja. Ja? Ja. Ja. Aber ich kann jetzt schon wieder blau nehmen. Und du rot? Dann nimm du auch rot und ich nehm blau. Ich wird mitgenommen. So, zeig einmal her, was hast du da jetzt? Die ganzen Creme mitgenommen. Ah ja, und die wollte ich noch unbedingt probieren. Ja, die ist ja geil. Die hat ein wenig anderes Material, oder? Mhm. Okay, wir brauchen jetzt für mich ein so ein Funktionsding. Welche Farbe? Da sind auch noch coole Funktionsshirts von Steeds. So, die Niki holt jetzt kurz einmal den Ersatzakku aus dem Auto, weil den habe ich natürlich wieder vergessen. Und ich habe in der Zwischenzeit hier einmal alles schön hergerichtet. Maus? Ja? Schau her, ich habe das jetzt frisch und alles sortiert. Also, bitte, hier hängen deine Westen zum Probieren, Langarmshirts, Jacken und deine Kurzarmshirts. Du hast ein bisschen zu viel Zeug. Entscheiden. Bei mir und sieht du? Das Ganze gleich aus, nur dass ich keine Langarmshirts habe. Weil du die schon geschafft hast. Hier ist der Akku. Perfekt. Du bist die Beste. I'd run a thousand miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing. Maus, mit was druggest du gerade? Ich weiß nicht, ob ich eine navyfarbene Jacke haben möchte. Weil? Oder ich versuche mich gerade zwischen den zwei zu entscheiden, weil ich Angst habe, dass sich die rosane irgendwie zu tussihaft wirkt. Vor allem mit der Abschlussdecke vom Pippi dann. Nein, ich finde die Farbe eigentlich, ich finde sie mega schön. Ich habe keine einzige Jacke in Navy, wirklich keine einzige. Aber ich finde, Navy ist immer so schwer, untenrum richtig zu kombinieren, beige, grau, hellgrau. Ja, irgendwas Helles noch dran. Ja. Turniersachen für dich. Ich weiß nicht, ob wir jemals ein Turnier bestreiten werden. Doch. Momentan schaffen es wir ja noch nicht, weil wir normal reiten. Naja, vielleicht. So, lassen Sie mich hier durch. Entschuldigung, ich habe hier schweres, sagt man das? Schweres Gefährt, genau. Das war ein schwere Gefährte. So, wir sind wieder zurück. Wir waren jetzt wieder, glaube ich, zu lange. 2 Stunden oder so drinnen. Waren auf jeden Fall auch sehr, sehr erfolgreich. Und es gehen hier immer Leute vorbei. Jedes Mal. Und Wir werden euch die Sachen auf jeden Fall in einem extra Video dann noch zeigen. Was in einem Haul, genau. Wir werden jetzt nämlich gleich weiter in den Maus. Wir müssen hier oben stehen, damit ich nicht so klein bin. Wir werden jetzt gleich einmal weiter in den Stall fahren und dann irgendwann die nächsten Tage euch den Haul filmen. Filmen, aber ihr kriegt den noch nicht so schnell. Na doch, ich schaue, dass ich den gleich nach dem, einen Tag nach dem Video hochlade. Oh ja, ich würde sagen. Oh ja. Das heißt genug. Wir fahren jetzt zu den Pferden. Oh ja, das ist das Neche, oder? Oh ja. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat.
Und würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbei. Wenn ihr uns ein Abo da lasst. Tschüss. Und bis dann. Tschüssi.